Ja, servus Leute. Wir haben heute den 14.12.2018 und seit 5. November 2018 fahre ich eigentlich das Auto. Ja, und hinter mir seht ihr das Auto, was ich jetzt seit rund 6 Wochen fahre. Das ist ein Hyundai Kona Elektro. Und jetzt wird sich der ein oder andere von euch vielleicht fragen, warum ich meinen Übergangsgolf nach 6 Wochen immer noch nicht verkauft habe. Und das werde ich euch heute erklären in meinem zweiten Teil zum Thema Bauernfalle Gewährleistung. Und jetzt werde ich aber erstmal das Auto ein bisschen umparken, weil das steht so schräg. Denn die Batterie entleert sich immer nach einer gewissen Zeit und damit ich das Auto wieder anrollen lassen kann, habe ich das ein bisschen auf ein Gefälle gestellt und jetzt will ich es aber so parken, dass das Auto auch noch ein bisschen länger bei mir stehen kann und werde auch die Batterie abklemmen und damit legen wir jetzt erstmal los. Dann werden wir jetzt mal probieren, ob er anspringt. Er stand jetzt seit 4 Tagen, ist er also nicht gelaufen und jetzt stellt sich die Frage, springt er an? Er springt an. Eigentlich ein gutes Auto, wenn so ein paar kleine Probleme nicht wären, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Jetzt parke ich erstmal um. Ja, und da schauen wir das ganze Drama uns jetzt mal in seinen ganzen Ausmaßen und Auswüchsen an. Sinnvoll wäre, wenn ihr euch vorher noch den ersten Teil von Bauernfalle Gewährleistung anschauen würdet. Ich verlinke das Video auch hier oben mal in der Ecke, dann könnt ihr besser den Anschluss finden. Aber dann steigen wir jetzt auch direkt mal ein. Allerdings war dann eine Formulierung so, dass ich gesagt habe, ich glaube, der will sich den Schaden gar nicht objektiv anschauen, sondern der will mich ein bisschen veralbern. Ich muss vorsichtig in meinen Formulierungen sein. Ich lese mal gerade vor. Wir würden prüfen, ob es sich bei dem Fleck um etwas Dramatisches handelt und es sich tatsächlich um einen Ölfleck handelt, durch den Umweltschäden entstehen, oder ob Ihr Mandant vielleicht lediglich versehentlich in seine Garage uriniert und dies für einen Ölfleck gehalten hat. Also mit anderen Worten, ihr könnt hier so ein bisschen erkennen, mit was ich mich da rumschlagen muss. Das sind dann Formulierungen und ja, Umgangsformen, die nicht mehr ganz sich mit meinen Vorstellungen decken. Wir haben dann also entschlossen, nein, wir bringen das Auto jetzt nicht dorthin, weil wir sowohl der Anwalt als auch ich der Meinung waren, der will gar nicht reparieren, der will ein bisschen Spielchen mit mir spielen. In dem Gutachten wurde bestätigt, dass das Display defekt ist, wobei man hier nur einen Teil des Ausmaßes wirklich sieht. Also dieser ganze LCD-Bereich wird praktisch unlesbar. Nur noch hier in der Mitte die Gradzahl und die Durchschnittsverbrauchswerte, also das, was da in den Bereichen angezeigt wird, das ist tatsächlich noch erkennbar. Gut, dann wurde natürlich neben dem Display auch vom Gutachter begutachtet, ob Ölaustritt vorhanden ist. Und ja, aus Sicht des Gutachters war sogar massiver Ölaustritt vorhanden. Da habe ich in dem ersten Video auch noch ein bisschen mehr dazu ausgeführt. Und er kam dann zu dem Ergebnis, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Wellendichtring für diese Öl- und Dichtigkeiten verantwortlich ist. Man sieht das auch hier. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit vom Wellendichtring der Kurbelwelle ausgeht. Ja, dann wurde das Auto abgeholt. Und das war schon ein Riesenhickhack, das überhaupt hinzubekommen. Und dann wurde auch wieder ein Schreiben von dem verkaufenden Händler geschickt, in dem er dann auf das Display überhaupt nicht eingegangen ist. Wir werden auch gleich sehen, warum. Und in dem er behauptet hat, der Ölverlust käme nicht vom Simmerring, also diesem Wellendichtring vom Getriebe, sondern es käme von einer losen Ölwannenschraube. Er behauptet also, das Gutachten sei falsch. Also auch hier zu behaupten, das Gutachten sei falsch. Der Gutachter hat nicht gesagt, es ist definitiv der Simmering. Der Gutachter hat gesagt, ich gehe davon aus, es ist der Simmering. Oh, ich rede mich gerade schon wieder in Rage, wie ihr merkt. Unfassbar. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal an, was tatsächlich dann das Ergebnis war. Ich habe also dann das Auto in die Garage gefahren und habe es mal 2 Stunden laufen lassen, einfach um mal zu gucken. Tritt jetzt wieder Ölverlust auf oder ist der Motor tatsächlich trocken und ist das Display repariert? Weil der Fehler tritt nur bei höheren Temperaturen auf, also muss ich auch den Innenraum ein bisschen heizen. Eins kann ich auf jeden Fall vorweg schon mal festhalten, der Motorblock wurde richtig geschrubbt. Also da ist jemand richtig mit Reinigungsspray rangegangen, um unten den ganzen Bereich sauber zu machen. Und da schauen wir uns jetzt mal an, A, ob das Display repariert wurde und B, ob ich noch Ölverlust am Motor feststellen konnte. So, Auto läuft schön vor sich hin. Da, ich sehe schon von hier. Display wurde nicht getauscht. Ich hoffe nur, dass es auch gut rüberkommt, aber ich nehme mal an, es muss erkennbar sein. Also, Display wurde eindeutig nicht getauscht. Sieht man mit bloßem Auge noch viel besser. Die Kilometer sind kaum zu erkennen. Ich mache jetzt dann gleich auch noch Fotos davon, wenn ich so die Seite wechsle
131,631. Wenn ich aber ganz normal gucke, sehe ich davon gar nichts. Das heißt, durch die Kamera wird das Ganze noch verbessert. Man sieht ja, ich gehe hier nach rechts oben, die Anzeigen bleiben da. Unten taucht erst auf, wenn ich nach links gehe. Also, Display wurde nicht gewechselt. Und jetzt gucken wir nochmal nach dem Öl. Gucken, dass ich das hinbekomme. So, ich denke, da geht es auch schon wieder, sieht man das? Geht der Ölverlust schon wieder los. Das war von denen schön gereinigt. Entweder ist es nicht richtig gemacht worden, oder es fängt wieder an, Öl zu verlieren. Es ist von mir nicht bewegt worden, das Auto. Ich habe es jetzt nur in die Garage gefahren, um es halt mal laufen zu lassen. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen laufen und gucke dann nachher nochmal nach dem Öl. Aber ein bisschen habe ich ja jetzt schon mal weggewischt. Wir haben also heute den 9. Dezember, 20:01 Uhr. Und so sieht das Display aus. Man kann also sehr schön erkennen, dass es wieder verblasst. Es wurde also nicht repariert. Und jetzt mache ich nochmal einen Test mit dem Taschentuch, ob jetzt noch mehr Öl rausgekommen ist. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist noch das Öl vom ersten Versuch. Ich nehme also jetzt eine saubere Seite. Die Seite werde ich nehmen. Wie man hier sehen kann, ich hoffe, man kann es erkennen, ist auch hier wieder Öl zu sehen. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass der Simmering nicht getauscht wurde. Ja, wie ihr sehen könnt, musste ich feststellen, dass weiterhin Ölverlust vorhanden ist und auch, dass das Display nicht repariert wurde. Mir stellt sich jetzt also die Frage, was hat der Händler überhaupt gemacht? Ich vermute es nur, ich kann es nicht behaupten, da ich ja die Fakten nicht kenne, aber ich vermute, dass er gar nichts repariert hat, dass er einfach unten am Motorblock und Getriebe mal ordentlich mit Reinigungsspray drüber gegangen ist und das Öl entfernt hat. Am Display hat er ja ganz offensichtlich nichts gemacht, weil der Fehler ist 1:1 noch da wie am Anfang. Und vielleicht hofft der Händler drauf, dass ich das Fahrzeug jetzt verkaufe, ist ja eh abgemeldet, er weiß, dass ich ein Neufahrzeug gekauft habe und damit die Sache für ihn erledigt ist. Aus meiner Sicht ist das natürlich keine Lösung, weil ich kann das Auto in dem Zustand ja jetzt nicht verkaufen, denn ich weiß ja, es tritt Öl aus und ich weiß ja, das Display ist defekt. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Airbag-Warnleuchte an ist, da muss ich also dann auch nochmal recherchieren, woran das liegt. Ich werde jetzt also das Auto erstmal stehen lassen. Ich bin gerade in Beratung mit meinem Anwalt, wie wir am besten weiter verfahren. Wir beide tendieren dazu zu sagen, wir machen jetzt ein weiteres Gutachten, lassen den Motor teilzerlegen, finden die Ursache für den Ölverlust, das würde dann auch gleich repariert, natürlich auf meine Kosten, und dann versuchen wir das Ganze bei dem Händler einzuklagen. Das ist im Moment die grobe Überlegung. Ich muss aber auch sagen, der ganze Ärger, der ganze Zeitaufwand, der damit einhergeht, ja, das ist schon echt nervenzehrend. Ja, also mit anderen Worten, ich bin richtig reingefallen, habe einen richtigen, ja, ein echtes Schätzchen als Händler, als Vertragspartner in dem Fall, an die Hand bekommen. Das Auto an sich ist in meinen Augen solide, muss ich ganz klar sagen. Und es sind auch keine gravierenden Mängel. Aber das Problem ist halt die große Distanz und die Unseriösität des Händlers. Denn ich kann nicht mal eben zu ihm fahren und sagen, hier, jetzt reparier das endlich, weil es sind nicht nur 10 oder 20 Kilometer Distanz, sondern es sind über 300 Kilometer Distanz. Und davor möchte ich euch alle warnen. Wenn ihr euch einen Gebrauchtwagen kauft bei einem Händler, der in großer Entfernung seinen Standort hat, dann lasst euch nicht bequatschen, schließt eine Gebrauchtwagenversicherung mit ab, wo ihr dann auch vor Ort das Auto reparieren lassen könnt, ohne dass ihr euch mit dem Händler behängen müsst. Weil diese Aussage, der hat ja Gewährleistung, das ist einfach nur eine Alibi-Behauptung, die wollen sich Kosten für die Gebrauchtwagenversicherung sparen
Und die Prämien werden wahrscheinlich auch steigen, wenn es höhere Schadensaufkommen gibt. Das heißt also, es ist keine gute Idee, weit entfernt einen Gebrauchtwagen zu kaufen und keine Gebrauchtwagengarantie zu haben. Das ist zumindest meine Erfahrung und das ist den Schluss, den ich aus diesem großen Fehler ziehen muss. Und ich bin jetzt mittlerweile 26 Jahre alt und ich muss sagen, ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt und auch noch aus dem Bekanntenkreis von keinem gehört. Das ist also wirklich, ja, da habe ich mal richtig in die Punkt, Punkt, Punkt gegriffen. Ja, mich interessiert brennend, was ihr zu dem Thema sagt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt das doch mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.